4 Leute als Zuschauer. Ganz nebenbei, ich habe da noch ein paar Spiele, die ich verschenken kann. Können ja gleich mal ein Giveaway machen. Auch wenn nur 4 Leute sind, die meisten wahrscheinlich hier im TS sind und Katrina noch nicht mal guckt, wie ich sie kenne. Warum soll ich was gucken, was mich nicht interessiert? Ich kenne das Spiel nicht mal. Ja, das ist es ja, damit du halb sehen kannst, ob dir das gefällt. Noch ein Spiel, das ich da nicht zocke? Nee. Das heißt Elite. Und ich streame. Allein schon aus dem Grund, weil ich streame. Ich würde sagen, das ist schon ein Widerspruch in sich. Alter. Was? Elite und streamen und cashen. Aldo, was soll der Scheiß denn jetzt schon wieder? So. Die Vorlage war gut. Gucken mal eben. Ich sehe deinen Beacon nicht. Okay, ich guck mal eben, ob es wirklich da ist. Ich mach's einmal aus und dann mach ich wieder an. Siehst du es jetzt? Also ich kann jetzt im Kontakt Geschwaderführer, kann jetzt dich als Geschwader reinholen. So, ich glaube, ich sehe zumindest was, ja. Geschwadersignal sehe ich. Ja, Geschwadersignal, das ist es. So, ich bin noch ein bisschen entfernt. Huch, was war das denn? Verstehe ich das nicht, warum ich jetzt ich hatte das Geschwadersignal. Geschwadersignal 23,3 Megameilen, aber ich sehe nicht, in welche Richtung ich muss. Okay. Komm gleich mal Super Cruise nach dem Ziel hier. Also das müsste dann dieser Kampfbereich hier eigentlich sein. Also, weil der zeigt mir den Kampfbereich an. Wenn ich auf das Geschwadersignal gehe. Gucken wir mal. Hey, der sagt mir jetzt noch 151 Kilometer. Müsstest du eigentlich dazu. Da, bei Kilometern müsstest du da eigentlich rauskommen, ja. Ja, aber das sind jetzt nur 150 Kilometer. Dafür springe ich jetzt nur meinen Hypercruise für 3 Sekunden. Weil, das ist ein bisschen sehr weit weg. Da fliege ich ja 10 Minuten hin. Ja. Bei mir bist du auch noch im Supercruise angezeigt. Und raus. Jetzt bin ich nicht mehr im Supercruise. Ich sehe deine Frameshift-Wolke. Springst du bei mir jetzt rein? Ach, du bist gerade im Supercruise, oder was? Nee. Ich sehe dich nicht. Okay, ich komme mal in Supercruise. Wollen wir beide in den Supercruise dann springen erstmal? Supercruise. Gut, wir springen beide in den Supercruise. Oh, das wird gerade echt dauern, bis ich in den Supercruise komme. So, ich muss jetzt mal gucken. Power Engines. Da fällt mir gerade ein. Test Rocky HD. Herzlich willkommen. Hatte ich das schon gesagt? Ja, ich glaube schon. One. Engaged. In welchem System bist du? Ich gehe in dem gleichen System davon aus wie du. Ich sehe dich. Hallo. Da, warte mal. Man konnte auch, meine ich, irgendwie einstellen. Doch, ziemlich an der falschen Zone. Wenn ich muss mal irgendwas einstellen. So, und zwar, man konnte einstellen. Ich habe jetzt hier ein Dingens. Wing Nerf Link habe ich aktiviert. Das heißt, ich müsste im Normalfall direkt rausgezogen werden, wenn du rausgehst. Aber ich komme mal zur High-Intensity-Zone. Ich will mir das mal angucken. Bist du sicher? Ich war da vorhin schon mal drin. Weil bevor sie irgendwie Powerplay eingeführt haben, war das gar nicht so problematisch.
Man musste halt ein bisschen aufpassen, aber es ging. Ich komme jetzt erstmal in deine Richtung geflogen. Wo wolltest du denn jetzt hin? Zu dir. Und dann wolltest du den Kampfbereich hechtlich 2,8 Megameilen. Mhm. Haben wir ausgewählt. Kannst du dir aus der Ferne angucken, wie ich explodiere. Ich komme mit rein, ich mach mit. Mir ist das doch scheißegal. Jetzt wenn ich explodiere, das geht um den Spaß hier. Naja, siehst du, jetzt wurde ich nämlich auch direkt rausgezogen, weil ich habe den Nachtlink aktiviert habe. Hey. Können wir heute jetzt mal die andere Fraktion bitte wählen? Ja, wir nehmen jetzt die andere Fraktion. Gut, weil... Das heißt, wir sind jetzt Mitglied der... Nee, wir müssen doch Katus Pappelmacho-Organisation. Nee, aus dem Müll. Ich muss noch diese... Weil ansonsten kriegen wir hier direkt auf die Mütze, bevor wir überhaupt ein Ziel ausgesucht haben. Ich komme zu dir. Wow, wir sind ja mittendrin. Eben. So, Waffen und Schilde müssen wir hochtreiben. Antrieb kriegt nur 1,5 Punkte, Waffen kriegt aber ein bisschen mehr. So, das scheint gut zu sein. Okay, ich bin, glaube ich, weit genug entfernt. Welche Fraktion sollen wir denn jetzt wählen? Ja, Moment, jetzt müssen wir die andere nehmen. Das heißt, wir nehmen jetzt... Moment, das ist nicht... Value Party. Gut, haben wir. Jetzt fahre ich auch noch meine Waffen aus. Die Fresse. Also hier blitzt das ganz schön. Gebe ich so, zu. Einmal T drücken und. Ich habe ein Ziel, Python. Ihr seht schon, meine Waffen sind ziemlich am Ende schon wieder. Oh ja, und meine Schilde auch. Wir werden uns mal ganz weit direkt entfernen. Weil solange das Schild nur ein bisschen weg ist, ist mir das egal. Aber sobald alles andere weg ist, haben wir ein Problem. Ja, so eine Python darf man nicht von vorne angreifen. Und schon auf 84% runter, nur mit einmal. Das ist schon krass. So, unser Schild baut sich wieder auf. Under attack. Wie under attack? Ich bin doch gar nicht under attack. So habe ich ihn gebremst. So, jetzt drehen wir wieder, weil unsere Schilder sind gleich wieder da. Ich hoffe nicht, dass die Python direkt an der Stelle ist, wo die uns sofort wieder wegkillt, weil wenn die auf uns schießt, haben wir ein Problem. Wir machen auch nur einen Abschuss, danach hauen wir hier ab und bringen sofort das Geld weg. Unsere Schilde sind wieder da, die bauen sich jetzt weiter auf und wir schießen wieder. Waffenkapazität hoch, System ein bisschen höher. So, das war weg. Und wir haben 26.000 Credits bekommen. Einen schaffen wir. Und ich hab 5 Freunde gefunden. Ich schieße schon auf einen drauf. Das ist aber ein heftiges Schiff. Highest Threat. So. Unsere Waffen sind schon wieder platt. Wir hauen mal wieder ab. Das alles ist auf Antrieb, alles auf System und alles auf Antrieb. So. Ein bisschen System brauchen wir immer, weil wir sonst unsere Schilde nicht regenerieren können. Ich muss das Ganze kommentieren. Mhm. Ja, oder nicht? Okay, Anaconda ist nicht mehr in Scannerreich, warte. Ich drehe um. Doch, ich sehe sie noch. Kommen wir in deine Richtung? Ich habe immer noch ein Target, sagen wir mal so. Ja, ich sehe es. So, oh, Waffen, System, Waffen. Und wir boosten einfach an ihr vorbei. Das ist doch mal hammergeil. So, ihr seht schon, ich mache keinen Schaden. Ich brauche ein neues Schiff. Dafür bin ich da. Du bist die Ablenkung, ich bin die Klatsche. Nicht mehr lange, ich muss weg. Ich krieg schon wieder Schaden. Ich habe schon wieder keine Schilde mehr. Okay. So gut wie nichts mehr. Also, wichtig ist auch, die Steuerung wirklich teilweise zu beherrschen. Ich bin da nicht so gut drin. So, wir drehen. Jetzt sehen wir nämlich, dass die Schilde offline sind. Von dem scheiß Ding. Wir geben wieder unsere Energie auf die Waffen, auf System. System gerade ein bisschen mehr, damit jetzt erstmal unsere Schilde regenerieren. Und schießen jetzt mit auf... Und die Schilde sind jetzt auch weg. So, ich schieße gerade mit drauf. Ich glaube, wenn wir die abschießen, es könnte ein paar 100.000 geben, wenn wir Glück haben. Nee, durch 35.000 für jeden so. Da, 36.000. Das war doch mal cool. Okay, ich bin bei 84%. Einen könnten wir noch. Ja, ich muss erstmal regenerieren. Meine Schilde laden sich leider extrem langsam auf, weil das Klasse 5 Schilde sind. Das ja. Dauert eine Minute oder so. Ich habe mir den nächsten Gegner schon mal geholt. Könnten wir eigentlich auch rausfliegen und abgeben. Wolltest du lieber, oder was?
Ja, bis meine Stelle oben sind, bin ich an der Station. Einen hätte ich noch. Der wird gerade von mehreren noch angegriffen. Okay. Dreh ich nochmal um. Wingman 1. Wingman's Target. Da hinten? Die Anaconda? Ja. Die wurde zumindest angegriffen. Ich fliege aber gerade rückwärts, damit ich wegkomme. Aber die ist schon 6 Kilometer entfernt. Die hat aber noch volle, fast volle Schilde und... Ja. Ja gut, dann spring raus. Fahrwerke, wie war das nochmal? U? Verbruchs. So. Ich komme jetzt in Frameshops. Ich muss erstmal wegkommen, das dauert ein bisschen. Die verhindern das ja und dann dauert das immer extrem lange, bis es hier mal weitergeht. So, wir nehmen uns dann einmal die Navigation zu Hilfe. Achso, wir sind gerade am Aufladen, dann sehe ich natürlich die Navigation nicht. Machen wir gleich, wenn wir raus sind. So, jetzt sind wir aus dem Schwerpunkt raus, wo die es verhindern. Und wir können springen. Wir livestreamen ja hier, ne? Muss man ja auch sagen. Okay. Die Leute, die über den Livestream reingekommen sind, wüssten ja sonst nicht. Fast Livestream oder was meinst du? Was sagst du? Ich sagte, du sagtest, das ist ein Livestream und das muss man ja auch mal sagen. Daraufhin sagte ich ja, die Leute, die hier über den Livestream reingekommen sind, wissen das ja sonst nicht. Ja, relativ. Ich meine eigentlich eher für die, die jetzt hier im TS sind, dass sie nochmal daran erinnert wird, dass ich deswegen auch so viele kommentiere und so weiter. Oh mein Gott, bin ich jetzt im Fernsehen? Nein. Ungefähr. Nur auf Twitch. Das ist kein Fernsehen. Ach, verdammt. So, ich guck mal eben, ob ich vielleicht doch das Dingen habe. Nur ausgeschaltet. Nein, natürlich nicht. Ich muss unbedingt wieder eine Landing-Hilfe haben. Lower Landing Gear. Ob es die Unterstützung gibt, weiß ich nicht. Danach gucke ich immer erst gar nicht. Was hast du gesagt? Nach Landehilfen gucke ich immer erst gar nicht mehr. Nee, ich brauche die. Klar, mit einem etwas größeren Schiff ist das auch auf jeden Fall Pflicht. Au. So. Ne, 19 brauche ich. Wo ist denn die 19? Da hinten. Landing Gear. Dadurch werden wir automatisch langsamer und negieren die Geschwindigkeit. So. Reparieren. Wir müssen etwas zurück. Negieren wieder. Fliegen runter. Neu lackieren das Raumschiff. Das wäre mal eine Maßnahme, glaube ich. Aber wir fliegen ganz vorsichtig, bis wir an eine bestimmte Stelle kommen, das Ganze blau wird. So, jetzt können wir unser Schiff drehen und rüberfliegen. Für jeden, der sich das wirklich jetzt holen will, vielleicht weil er sich entscheidet, boah, ist das geil. Es ist geil, das Spiel, aber wirklich, nehmt euch erstmal eine Stunde Zeit, nur in den ganzen Einstellungen reinzugucken, wie macht ihr was. Das ist echt heftig. So. Als allererstes wird unser Schiff aufgetankt und repariert. Dann können wir auf Kontakte gehen. Haben hier Kampfbelohnung 62.000. So. Das ist ja schon mal was, ne? Ja, 248.136 Credits. So sieht's aus. Sollen wir noch was machen? Wäre nicht schlecht. Moment. Oh, ich habe immer noch einen Auftrag. Töte bestimmt. Abschließen. Ah, können wir auch nochmal 8.000 für. Auf jeden Fall hast du den Auftrag abgeschlossen. Gut. Und ich habe Kartok Ruf gekriegt. Ja. Genau. Gut, hier werde ich mal eine kurze Pause machen. So. Und wir werden uns dann in ungefähr 10 Minuten wiedersehen, weil ich muss auf Toilette und das dauert dann immer ein bisschen. Deswegen sage ich mal, bis gleich. Ja, aber das Stream sieht mich ja nicht.